Okay, kleine Runde, aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja gesagt, FAQ, Frage und Antwort. Was habt ihr denn fünf Fragen? Telefonnummer auf der Webseite ist ja wohl verpflichtend. Jetzt gibt es neuerdings Snippets drunter, dass da steht, ich möchte nicht kontaktiert werden. Ich behalte mir Gegenmaßnahmen vor. Ist da irgendwie was? Also, wie ist da die Lage? Also das Problem mit den Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite. Es ist so, du musst vorhalten zwei Möglichkeiten der elektronischen Kontaktaufnahme. Eine davon ist zwingend die E-Mail-Adresse. Die zweite kannst du dir aussuchen. Da kannst du eine Telefonnummer angeben. Da kannst du ein Kontaktformular angeben. Da kannst du eine Telefonnummer angeben. Da kannst du eine Faxnummer angeben. Und wenn dir sonst noch was einfällt, kannst du es auch machen. Gut, WhatsApp würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber. Ne. Das Problem ist, Sie müssen wirklich eine Kontaktaufnahme ermöglichen. Wenn ich also dazu schreibe, wäre es untersteht sich einer, mich da anzurufen unter dieser Nummer, dann ist das keine effektive Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Na, oder wenn da immer nur der Anrufbeantworter läuft, ist das auch keine effektive Möglichkeit. Insbesondere ein Anrufbeantworter, wo ich nichts aufnehme, sondern nur eine Ansage läuft. Ne? Ja, aber. Hallo, hier ist Frank. Der Nutzer möchte nicht kontaktiert werden. Hört sich gut an, ist lustig. Aber keine Möglichkeit der effektiven Kontaktaufnahme. Du brauchst zwei Möglichkeiten. Dann gib lieber die Telefonnummer gar nicht an und mach zum Beispiel ein Kontaktformular drauf. Ne, das geht ja. Wie auch immer. Oder lässt es dir als E-Mail schicken. Dass das im Endeffekt vergleichbar mit einer E-Mail ist, ist egal, weil tatsächlich nutzen Leute es vielleicht anders als eine E-Mail. Die einen mögen das lieber, die anderen das oder haben kein vernünftiges E-Mail gerade, was mit dir kommunizieren kann. Deshalb zwei Möglichkeiten, aber das würde zum Beispiel reichen. Dann lass die Telefonnummer lieber weg, wenn du sie nicht haben willst. No? Aber wenn du sie angibst, sollte es auch funktionieren. Mit der Datenschutzverordnung, da geht es jetzt auch hin und wieder mal darum, wenn ich das und das benutze, muss ich es auch mit reinschreiben. Kann ich nicht einfach von vornherein einfach alles mit reinschreiben und dann ist das abgedeckt? Die umfassende Datenschutzerklärung, ja, geht, wenn du alles benutzt. Nein, das Problem, was du hast, es gibt an die Datenschutzerklärung zwei Anforderungen. Erstens, sie muss alles umfassen, was drin stehen muss. Das heißt, die ganzen Belehrungen müssen drin stehen. Die kannst du in der Tat kopieren, weil die sind eh immer gleich. Und es muss alles drin stehen, was du an Verarbeitungen mit den Daten des Besuchers machst. Die zweite Anforderung aber ist, sie muss auch vernünftig verständlich, leicht verständlich sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vollständig heißt, es muss ein Jurist machen und leicht verständlich, das widerspricht sich schon. Aber man muss es nicht noch dadurch komplizieren, dass man eine Wüste draus macht, wo dann Sachen drin sind, die gar nicht zutreffen. Dass du mal einen Dienst drin hast, den du gerade nicht nutzt, kann sein. Ne? Ich schreibe meine Datenschutzerklärung auch nicht für alle Seiten neu, sondern wir benutzen auf allen Seiten die gleiche und haben da auch die Dienste aufgeführt, die wir benutzen. Und wenn da mal eine Seite ist, wo dann eben diese eine Form nicht genutzt wird, okay. Aber generell jetzt so eine riesen Bleiwüste machen, wo dann wirklich alles drin ist und du brauchst davon die Hälfte nicht, das wäre keine leicht verständlich mehr und die würde auch nicht mehr zu deiner Seite passen. Ne? Ich meine, das ist ja der Trick, den du manchmal auch bei Nutzungsbedingungen oder sonst was hast. Wir schreiben, wer weiß was alles rein, dann liest es garantiert keiner mehr. Ja, netter Trick, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und bei der Datenschutzerklärung würde ich mich nicht drauf verlassen. Also das eine oder andere, was du ab und zu mal einsetzt, dass es immer drin ist, ist okay, aber übertreib es halt nicht. Inwiefern bin ich mit einem privaten Blog impressumspflichtig, beziehungsweise was muss wirklich für eine rein private Seite da alles drinstehen? Ich habe da alles Mögliche jetzt gelesen, von ich brauche gar nichts bis ich brauche alles. Wo liegt die Wahrheit? Also, du brauchst im Prinzip immer ein Impressum, es sei denn, es ist eine Seite der für rein private Kommunikation. In dem Moment, wo ich die aber doch online stelle, kann jeder darauf zugreifen. Wenn du die online stellst, ohne jetzt Zugriffsbeschränkungen,
Da kann ich auch drauf zugreifen. Dann ist es nicht mehr eine rein private Kommunikation. Ne? Wenn du natürlich jetzt hingehst und am besten noch ein Login davor machst und dann kann nur noch Tante Erna rein, dann hast du eine private Kommunikation. Da brauchst du es dann nicht. Aber ansonsten brauchst du tatsächlich eins drauf. Bei privaten Webseiten ist das aber nicht weiter traurig. Name, Anschrift, ich hätte es beinahe gesagt Telefonnummer. Ne? Also E-Mail-Adresse und eine zweite Form. Und zur Not, wie gesagt, zur Not nimmst du ein Kontaktformular. Das kann dann von mir auch als E-Mail weiterleiten. Das ist egal, ist eine zweite Form. Ne? Das musst du schon machen. Und es muss dann auch deine Wohnanschrift sein. Postfach reicht nicht. Es sei denn, du würdest im Postfach wohnen und so groß sind die Dinger nicht. Nee, wir beide passen da nicht rein. Also keine Chance. Ne? Datenschutzerklärung auch. Aber die fällt ja auf solchen Seiten dann auch relativ gering aus. Das ist ja nur im Endeffekt, die IP-Adresse wird verarbeitet, die Belehrungen drunter und fertig. Weil da ist, ich muss belehren über das Auskunftsrecht, über das Widerspruchsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Berichtigung und so weiter. Ne? Also das ist immer dieser Sermon, der am Ende der Datenschutzerklärung steht, so im unteren Bereich, der muss eigentlich immer drauf. Ob er immer so umfangreich muss, sei denn mal dahingestellt, auf so einer Seite würde ich es auch relativ knapp machen, aber der muss dann eigentlich immer, auch wenn es keiner liest. Ich habe eine Frage zu SSL-Zertifikaten und ich habe zwei verschiedene Seiten. Die eine Seite ist responsiv und darüber möchte ich auch Kunden interessieren für mein Produkt, was ich verkaufen will, ist aber kein Webshop. Und die andere Seite ist eigentlich nur eine Darstellung meines Lebenslaufes, was ich für Projekte gemacht habe, ist eigentlich mehr informativ. Da gibt es auch kein Formular drauf. Allerdings können Leute mich an der einen Seite kontaktieren mit einer bestimmten E-Mail-Adresse, das ist ein Server bei Strato, und bei der anderen Seite, die responsive, da kann man mich auch mit einer anderen E-Mail-Adresse erreichen. So, die Frage ist, brauche ich ein SSL-Zertifikat auf beiden Seiten, um der DSGVO zu entsprechen? Im Moment ist es so, dass ich nur auf der, ich sag mal in Anführungszeichen, kommerziellen Seite das SSL-Zertifikat habe. Das mit den SSL-Zertifikaten ist so zwei Sachen. Natürlich brauchst du auf allen eine. Rechtlich kann ich es dir nicht jetzt ganz so genau sagen. Du brauchst es immer dann, wenn zum Beispiel ein Kontaktformular oder sowas drauf ist. Für einen Webshop geht auch alles nicht ohne, weil da wird sie auch Daten abfragen. Also immer wenn ich Daten abfrage, was geht es nicht ohne. Wobei es inzwischen sogar ein Urteil gibt, das halte ich zwar für falsch, aber es gefällt mir. Ja, aus anderen Gründen, weil es in die richtige Richtung geht, mindestens mal. Da geht man sogar davon aus, dass wenn auf einer Seite ein Kontaktformular ist, nicht nur die Seite mit dem Kontaktformular, sondern die ganze Seite verschlüsselt sein, das auch verschlüsselt sein muss. Also auch dann nicht nur die eine Seite, sondern dann alles. Halte ich für falsch, weil wenn dann betrifft, also wenn man es wirklich an dem Kontaktformular festmacht, dann betrifft es ja nur diese Daten, die da übertragen werden können. Ne? Es gibt auch noch andere Seiten, also ich kann es nicht nur daran festmachen, es gibt auch andere Seiten, die ich auch verschlüsseln muss. Stell dir vor, du hast eine Seite, wo halt irgendwelche, sag mal so, oder sag mal andersrum. Wenn ich auf eine transportverschlüsselte Seite gehe, kann nur mitgeschnüffelt werden, auf welcher Domain ich bin, aber nicht, was ich da aufrufe. Wenn ich frei bin, kann auch geschnüffelt werden, welche Seite genau ich aufrufe. Jetzt stell dir vor, du gehst auf eine unserer Seiten, das ist zuerst mal noch unverfänglich, aber wenn du dann in den Bereich Arbeitsrecht Kündigungen gehst, ist es verfänglich, eventuell, wenn du es vom Bürorechner aus machst. Da freust du dich, wenn die SSL verschlüsselt ist, weil dann sieht er nur, du warst auf einer Rechtsseite und... Ne? Ja. Ne? Also sowas bitte nur auf einer SSL-verschlüsselten Seite oder von zu Hause. Ich kann auch andere Beispiele noch nennen, wo du auch nicht willst, dass es einer mitkriegt. Und da gibt der Beispiele gibt es viele. Deshalb bietet es sich an, eigentlich jede Seite zu verschlüsseln. Dazu kommt auch, je mehr verschlüsselter Traffic ist, desto schwieriger ist es, überhaupt mitzuhorchen. Also das kommt auch dazu. Aber rechtlich bist du nur dazu verpflichtet, wenn halt wirklich sensible Daten im Raum stehen, sei es durch die Surfgewohnheiten, sei es dadurch, dass Daten übertragen werden. Ansonsten kannst du es auch ohne lassen. Das heißt, da wo du nur deinen Lebenslauf hast, die könntest du auch unverschlüsselt lassen. Andersrum, welcher Webhoster bietet noch einen Tarif an, wo du bezahlen musst? Ja, ja okay. Nee, da sage ich jetzt noch nicht mal was gegen.
Ich war auch mal bei den Kunde. Ist so 15 Jahre her. Nee, sage ich auch nicht gegen. Gerade für so kleine Sachen sind die ja auch okay. Es wäre ja Blödsinn, da Riesengeld auszugeben. Okay, also ich weiß, es gibt auch bei anderen Anbietern, gibt es noch so ganz kleine Tarife, die sind ohne. Gut, wenn das dann reicht und da nur so private Sachen drauf sind, ja, dann würde ich da nicht unbedingt mehr Geld für ausgeben, sehe ich ein. Sobald es aber das Backpaket das hergibt, würde ich auch immer verschlüsseln. No. Also das würde ich auf alle Fälle tun. Aber müssen tust du es wirklich nur, wenn sensible Daten im Raum stehen durch die Surfgewohnheiten oder wenn Daten übertragen werden. Also auch für die nicht verschlüsselte Domäne gilt aber, dass E-Mails, die mich darüber erreichen, ja nicht gesnifft werden können, nicht mitgelesen werden können. Die sind ja sowieso verschlüsselt. Oder bin ich da zu naiv? Bei den E-Mails musst du zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Kommunikation zwischen dir und deinem E-Mail-Server. Die hast du im Zweifelsfall verschlüsselt. Das andere Problem ist, wenn du eine E-Mail versendest und ein anderer dir eine E-Mail sendet, dann mag zwar zwischen dem jeweiligen Empfänger oder dem Absender und seinem E-Mail-Server die Verschlüsselung da sein. Aber zwischen den verschiedenen Servern, die E-Mail läuft, ne, da läuft das mit einem ganz normalen, simplen File-Transfer-Protokoll, also ein simples SMTP, und das ist im Regelfall nicht verschlüsselt. Das kann man verschlüsseln, die meisten Server tun es aber nicht, weil das hat dann einfach auch wieder Performance-Gründe. Ist bequemer. Ne, das heißt, da ist dann auch nicht unbedingt das anzuraten, manche Sachen so einfach per E-Mail zu schicken. Impressum ist halt die E-Mail von dem nicht verschlüsselten URL, sag ich jetzt mal, aufgeschrieben und die kann man dann kopieren und muss die dann in seinem Mail-Client eingeben. Da bist du aber außen vor. Dachte ich auch. Da bist du dann außen vor, weil du bist ja nur für den Teil verantwortlicher Kommunikation, der bei dir läuft. Es zwingt dir ja keinen, diese E-Mail-Adresse zu nehmen, dafür gibt es ja dann noch zur Not die zweite Möglichkeit. No. Wenn du ja, gut. Ja, aber das muss man natürlich sehen, wenn es nur um einfach um eine, hallo, hier bin ich, das ist mein Lebenslauf, also so eine typische Bewerbungsseite ist oder sowas. Oder was auch immer, so kurz meine Visitenkarte. Da brauche ich keinen Ranking-Faktor für, sondern da kommt ja eh nur derjenige drauf, der mich sucht oder dem ich die Adresse gegeben habe. No. Da will ich ja nicht unbedingt, wer weiß, wie drunter gefunden werden. Ja. Noch jemand? Also wie stelle ich fest, wenn ich nicht möchte, dass meine Daten gespeichert sind, dass sie tatsächlich dann gelöscht werden? Weil wir hatten den Fall gehabt, wir wurden 5-mal, glaube ich, angerufen. Wir haben 4-mal gesagt, bitte löschen Sie unsere Daten und rufen Sie uns nicht mehr an. Gute Frage. Also du hast natürlich einen Anspruch drauf, dass gelöscht wird. Das ist natürlich zuerst mal nur ein Anspruch. Du hast natürlich auch einen Anspruch darauf, dass der jeweilige Datenverarbeiter dir bestätigt, dass er löscht. Das Problem ist, dass du natürlich jetzt nicht selber die Kontrollmöglichkeiten bei dem hast. Wenn er dich natürlich danach nochmal anruft, dann weißt du, er hat nicht gelöscht. In dem Fall würde ich den örtlichen, den für ihn zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten einen kleinen Brief schreiben und das mal kurz darstellen. Das sind Brieffreundschaften, die sich da entwickeln, die mögen die meisten Datensammler nicht. Ne? Weil die Daten so sammeln und das so übergehen, die haben meistens noch viel mehr Leichen in diesem Datenkeller liegen. Ne? Das heißt, da wird sehr schnell von denen der Brief kommen, oh, tut mir leid, das war eine Entschuldigung, die war mehrfach drin, das haben wir übersehen. Oder welche Ausrede dann noch immer kommt, oder ist neu reingerutscht, wir haben sie jetzt wieder gelöscht und dann kommt auch so schnell von denen nichts mehr. Ne? Aber das würde ich machen, auch wenn dann vielleicht in deinem Fall keine Konsequenzen dran liegen. Der 10., der sich bei dem Landesdatenschutzbeauftragten beschwert, der spürt dann irgendwann auch dazu, dass die vielleicht mal bei ihm genauer hinschauen. Ne? Und wenn einer so dreist ist, dann hat er irgendwann auch nicht anders verdient.
Aber das ist dann der einzige Weg, den du hast. Naja gut, wenn die anrufen, ist natürlich immer das Problem, wer ruft da an? Ne? Das sind die meisten Telefonterroristen, sitzen ja auch nicht mehr in Deutschland, sondern... Okay. Das sind dann die Sachen, wo man schon mal mit denen Kontakt hatte. Wobei, da musst du natürlich aufpassen, die können die Daten nicht komplett löschen, weil ihr ja vorher mit dem mal einen Vertrag hattet. Ne, und dann haben die natürlich gewisse Aufbewahrungspflichten, aber die müssen die dann zumindest so weit sperren, dass sie nicht mehr für diese weiteren Marketingaktionen benutzt werden. Ja, die haben ja gesetzliche Aufbewahrungspflichten für die alten Verträge, die da sind, den alten Schriftverkehr, die Daten und so weiter. Ne, das heißt, 6 oder 10 Jahre, je nachdem, müssen die Sachen aufbewahrt werden. Aber das heißt nicht, dass man sie dann für Marketingzwecke benutzen darf. Das darf man prinzipiell, da gibt es ein berechtigtes Interesse im Regelfall. Aber berechtigtes Interesse heißt halt auch immer, du hast eine Opt-out-Möglichkeit. Und dann müssen sie es wenigstens für diese Zwecke sperren. Was für dich sogar das Angenehmere ist, weil wenn sie sie komplett löschen, könntest du sie wieder irgendwie neu reinrutschen. Wenn sie sie sperren, haben sie immer noch die Möglichkeit des Abgleichs, dass du nicht neu reinrutschen kannst. Wenn man viel unterwegs ist, sage ich mal, man tingelt so durch die Welt und man kann sich ja eine Firma quasi machen, die dann als Impressum herhält, in Europa am besten, weil das auch noch seriös ist. Es gibt ja die Möglichkeit, ein Admin, man muss ja sogar ein Admin-C eintragen. Jetzt will ich nicht meinen Vater da eintragen oder irgendjemanden. Gibt es ja die Möglichkeit, irgendwie für nicht allzu viel Geld einen Anwalt oder sowas dazu hinterlegen, der auch weiß, wenn irgendein Brief kommt, was er damit zu tun hat oder so? Ja gut, es gibt so gewerbliche Admin-C-Dienste, die braucht man auch zum Beispiel ja bei einigen Domains, die unbedingt... die Lösung noch vor Ort brauchen. Das hast du bei DE-Domain zum Beispiel nicht mehr, sondern da reicht inzwischen auch eine Adresse in der EU für viele Sachen. Und da, wo du es noch brauchst, also selbst bei, wenn du bei derjenigen eine DE-Domain registrierst, du kannst ruhig deinen Vater eintragen, denn auch die Namen kriegt keiner mehr raus. Ruf mal, geh mal auf die Seite denig.de, wähl dir irgendeine beliebige DE-Adresse, Domain aus, die dir einfällt, gib es mal ein und guck mal, was du noch siehst. Du siehst nur noch, die ist registriert und du siehst, wo die Nameserver liegen. Alles andere siehst du nicht mehr, es sei denn, du sagst selber, ich bin der Domaininhaber, dann musst du aber weitere Angaben machen. Oder du hast ein berechtigtes Interesse, dann wird es aber jeweils zumindest mal kurz kursorisch geprüft, da fallen die meisten auch raus. Also so einfach sehen tust du es nicht mehr. Den Admin-C musst du aber nicht im Impressum reinschreiben. Der Admin-C ist nur eine Sache für die Registrierung der Domain bei der DENIC. Im Impressum... Ja doch, nee. Du kannst das durchaus machen. Da muss halt, das ist dann Sache des Verletzten, wie er an diese Adresse drankommt. Was du riskierst halt, ist, wenn absolut keiner mehr erreichbar ist. Also die würden an die DENIC rangehen und das darüber die Weiterleitung versuchen. Wenn das natürlich alles bounce und alles zurückkommt, dann kommt irgendwann die Nachfrage von der DENIC, wo ist denn dein Admin-C? Und wenn da keine plausible Erklärung kommt, warum das zurückläuft oder eine neue Adresse, die dann funktioniert, ist deine Domain natürlich irgendwann futsch. Weil das gehört in den Vergabebedingungen, steht halt immer noch drin, dass das dazugehört. Aber das kann man dann immer noch sehen. Tatsache ist, es ist eigentlich nicht mehr nachkontrollierbar. Das war bis Mai anders. Ne? Da konntest du die ganzen Angaben ja sehen. Und dann saß den Admin-C, den Tech-C und den Domain-Inhaber und den Zonen-C. Inzwischen siehst du den nicht mehr. Ich glaube, den Zonen-C, den siehst du noch. Das ist aber, der interessiert dich nicht, weil das ist ein Provider. Alles andere siehst du nicht mehr. Nee, du brauchst ein könnte ja unterschiedlich sein. Es kann durchaus sein, dass die Domain mir gehört.
ich sie dir vermietet habe oder dir sonstige Nutzung gestattet habe, aber sie weiter mir gehört und du betreibst darauf einen Webshop. Das wäre für mich vielleicht etwas ungünstig in gewissen Haftungsfällen, ja, aber machbar wäre das. Also das muss nicht unbedingt der gleiche sein. Naja gut, also ich meine, wenn was bei der DENIC ankommt oder sonst was, die gehen natürlich nur auf den Admin C oder den Domaininhaber zu. Und wenn von da nichts zurückkommt, beziehungsweise die Post zurückkommt, ne, dann ist irgendwann die Domain futsch. Dann fragen die bei dem Registrar nach, der vielleicht von dir noch eine andere Adresse hat, das mag ja sein. Aber wenn da nichts kommt, dann hast du da ein Problem bei der Domainregistrierung. Ne, aber das ist es dann. Das ist natürlich nicht das, was du willst dann, klar. Da musst du halt reagieren. Also man, im Endeffekt, man kommt schon irgendwie dran, aber das wäre ja, egal welchen Admin C du einträgst, ja auch der Fall. Ne? Deshalb, da kannst du ruhig dann, ich sag mal in deinem Fall jetzt, was du meintest, deinen Vater nehmen. Die Adresse wird sonst nirgendwo auftauchen. Im Impressum muss nur, im Impressum muss die Seite, muss die Adresse von dem rein, der es betreibt. Wenn das eine estnische Firma ist, dann ist es eine estnische Firma. Wenn das Ganze nur eine Scheinadresse ist und du das von hier betreibst, kriegst du natürlich Probleme, wenn es aufliegt. Ne? Also einfach sagen, ich sitze hier, aber ich habe jetzt so eine estnische elektronische ID und darüber mache ich das alles, ist nicht unbedingt die beste Lösung. Du hast aber du hast keine Zustelladresse ja dann hier. Wenn deine Firma wirklich in der Schweiz sitzt, warum hat sie dann eine deutsche Telefonnummer? Also wenn du eine deutsche Telefonnummer hast, wenn du eine Handynummer hast, die kannst du von mir aus noch mitnehmen und dann da erreichbar sein. Wenn du eine Festnetznummer hast, nach den Vergabebedingungen geht das nur, wenn du auch unter der Adresse tatsächlich erreichbar bist, wo die verortet ist. Na, wir wissen, wie es anders geht, klar, ne, es gibt Firmen, die solche Adressen, Telefonnummern anbieten, ja, aber die muss verifiziert sein, die Adresse, jedenfalls offiziell. Und wenn du da nicht erreichbar bist, gibt es da auch eventuell Probleme. Also eine deutsche Telefonnummer alleine reicht sowieso nicht. Im Gegenteil, sie sagt ja dann nur, ich bin auch in Deutschland erreichbar und dann gehört auch eine deutsche Adresse ins Impressum ran, jedenfalls, wenn ich mich an Publikum hier wende. Bei der Steuernummer müsst ihr immer zwei Sachen unterscheiden. Es gibt die normale Steuernummer, die ihr vom Finanzamt habt. Also das ist dann so diese vier Stellen Schrägstrich. Ja, die normale ist ja vier, drei oder vier Stellen Schrägstrich, wieder vier Stellen Schrägstrich, nochmal vier Stellen. Die ist eine interne Nummer für die Kommunikation zwischen euch und dem Finanzamt. Die gehört nirgendwo hin. Die würde ich auch nirgendwo draufschreiben. Hat die Nummer ist ganz einfach aus den ersten Ziffern, nämlich die vor dem ersten Schrägstrich, kann man genau entnehmen, welches Finanzamt für euch zuständig ist. Aus dem zweiten ist der Veranlagungsbezirk und der dritte ist dann die Unterscheidungsnummer. Mit der Nummer kann ich auch mal eben beim Finanzamt anrufen, kann sagen, ich bin die und die. Wenn ich Glück habe oder wenn du Pech hast, kriege ich die Auskunft, die ich haben will und die ich nicht haben soll. Dürfen sie nicht, aber tun sie dann oftmals, weil das ist dann auch manchmal gelebte Bürgernähe, dann funktioniert hat. Was anders ist, wenn du die Umsatzsteuer-ID hast, also die, die mit DE anfängt, DE und dann so eine lange Zahlenkette. Wenn du die hast, die bist du verpflichtet anzugeben auf deiner Webseite. Allerdings, sie muss dann natürlich auch passen. Also wenn du für deinen Webshop oder für dein Unternehmen eine Umsatzsteuer-ID hast, musst du sie nicht angeben auf deiner privaten Seite, ne, die nichts mit Gewerbe zu tun hat. Aber wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast, musst du es auch angeben. Das ist die Umsatzsteuer, die ist diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das ist das sind die Nummern, die fangen mit DE an und laufen dann weiter. Seminare mit einem extra Link ausgefüllt. Das heißt, die Leute laden sich das
runter und melden sich dann über ein Anmeldeformular an. Wie sieht das jetzt mit Datenschutz aus? Wenn ich ja ein Ticket verkaufe, das wäre ja dann Ticketverkauf über meine Homepage, das möchte ich eigentlich vermeiden. Ist eigentlich egal, ob du den Ticket über die Homepage verkaufst oder ob sie dir schicken. Du hast die Daten so oder so. Du darfst die Daten natürlich erheben, du darfst sie verwalten, darfst sie benutzen, weil das gehört zur Vertragserfüllung dabei. Du kannst den Vertrag mit deinem Kunden ja nicht erfüllen, wenn du nicht weißt, wer es ist. Und du musst es auch, wie willst du die Zahlung verbuchen, wenn du nicht sagst, die kommt von dem und dem für den und den Vertrag. Also die Daten musst du so oder so verarbeiten. Ob die jetzt von der Homepage kommen oder nicht, ist dann auch egal. Kannst du machen, wie du Lust und Laune hast. Ja, ist, was das betrifft, egal. Ist auch egal aus anderen rechtlichen Gründen. Ich meine, manche haben es ja immer versucht, sowas zu machen, zum Beispiel um Widerrufsrechte zu vermeiden. Aber Widerrufsrecht habe ich inzwischen in jedem Fernabsatz. Das heißt, ob die das jetzt über die Homepage direkt machen oder ob sie dir dann sowas wieder zuschicken, ist auch egal. Das habe ich sowieso. Ne? Also deshalb, da musst du dir nicht mehr Arbeit antun als notwendig. Ne? Mach es so, wie es für deinen Arbeitsbereich, für deinen Workflow am sinnvollsten ist. Ich habe noch eine Frage, die vermutlich relativ einfach ist, aber ich stehe noch ganz am Anfang. Wie ist es mit Bildrechten? Gut, ich habe ein gutes Thema angesprochen. Wir haben noch eine Viertelstunde gepasst. Also Bildrechte ist so ein Problem. Du darfst Sachen nur veröffentlichen, wenn der Urheber tatsächlich oder derjenige, der die Rechte hat, genehmigt, dieses Bild zu benutzen. Das ist der Grundsatz. No? Wenn eine Person darauf abgebildet ist, darfst du es auch nur benutzen, wenn diese Person zugestimmt hat. Das heißt, irgendwo ein Bild zu kopieren und es zu veröffentlichen, ist eine schlechte Idee. Ne? Ein Bild von Personen zu veröffentlichen, die du irgendwann mal privat fotografiert hast und jetzt am besten auch im geschäftlichen Umfeld, ist auch eine schlechte Idee. Da musst du also sehen, dass du Fotos kriegst, die du auch dann entweder selbst machst oder wo du die Rechte für hast. Es gibt dann natürlich noch jede Menge so Sammlungen wie Pixabay und sonst was, wo du die auch kostenlos herkriegst. An die denkst du wahrscheinlich auch. Ich hatte jetzt zum Beispiel an Flickr gedacht, wo Fotos her. Okay. Also, Bilder, die, ich sage es jetzt zuerst mal allgemein, warum ich das manchmal für schwierig halte, kommt als zweites. Bilder, die Open Source sind, darfst du natürlich verwenden. Das heißt, Flickr-Bilder sind generell unter CC-Lizenz, Creative Commons-Lizenz. Darfst du verwenden, allerdings musst du bei der Creative Commons aufpassen, da sind bestimmte Bedingungen dran. Also es gibt Creative Commons-Lizenzen, da steht bei, sie dürfen nicht kommerziell benutzt werden. Da ist so eine NC-Klausel bei. Dann darfst du sie zum Beispiel nicht auf deine Geschäftsseite nehmen, sondern nur privat. Nee, das ist nicht generell so. Das ist nur, du siehst ja dabei, steht ja dann CC-Bindestrich dann noch weiter. Da ist immer die Frage, darf ich verarbeiten oder muss ich sie genauso weitergeben? Muss ich ein Attribut geben, also muss ich den Urheber nennen und so weiter. Das ist auch ein Problem. Du musst bei den meisten CC-Lizenzen, wenn es nicht CC0 ist, CC0 heißt, mach was du willst und werd glücklich damit. Ne, das sind solche Sachen wie Pixabay und so. Bei den typischen Creative Commons Lizenzen musst du den Urheber nennen. Und zwar in der Art und Weise, wie er es will. Das ist bei den verschiedenen Versionen der Creative Commons auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und das ist durchaus ein Problem, weil bei manchen steht, dass es gibt eine Version der Creative Commons, da steht auch dabei, sie sind nur mit einem Link gestattet. Also du musst den Urheber nennen und einen von ihm gewünschten Link dabei setzen. Auf seine Website oder sonst was. Jetzt hast du aber ein Problem im Internet. Ich kann jedes Bild natürlich auch technisch bedingt alleine aufrufen von deiner Webseite. Ne? Rechtsklick und Bild anzeigen und schon hast es alleine. Oder ich gebe die URL des Bildes direkt ein. Dann ist keine Namensnennung, kein Bild, nichts dabei. Solange das möglich ist, ist das ein Verstoß gegen die entsprechende Creative Commons Lizenz. Mit der Folge, dass es abmahnfähig ist, von dem Urheber, weil du verstößt gegen die Lizenz und damit hast du keine Lizenz. Er kann dafür also was verlangen. Inzwischen sagt man generell, zumindest hier im Bereich, zum Beispiel Köln sagt,
Ja, aber wenn du es unter Creative Commons verhökerst, dann zeigst du ja, das Bild ist von dir kostenlos zu bekommen, dann kriegst du da nichts. Aber du kriegst zum Beispiel immer noch ein bisschen was, nämlich bei den meisten Gerichten so um die 100 Euro, dafür, dass der Urheber nicht genannt wird. Plus, dass es entfernen muss dann. Oder danach dann richtig machen muss. Also auch die sind nicht ganz unproblematisch. Und gerade die Creative Commons Lizenzen haben sich durchaus einige windige Fotografen als Geschäftsmodell gesucht. Also Abmahnungen wegen Verletzung von Creative Commons Lizenzen sind absolut gängig. Das heißt, es würde also nicht reichen, wenn ich irgendwie das, ich das schon ein paar Mal gesehen habe, irgendwie noch eine Seite mit Bildquellen angebe. Nein, nein, also es gibt so Portale, Fortalia zum Beispiel gehört dazu, die sagen in ihren Nutzungsbedingungen, es reicht, wenn sie auf irgendeiner Seite angegeben, auf der Impressumseite oder so. Dann kannst du das so machen. Aber Creative Commons gehört da gerade nicht zu, sondern da muss die Angabe am Bild sein. Okay. No? Wenn der Urheber zugestimmt hat, dass ich das Bild verwenden darf? Dann, wenn der zugestimmt hat, dass du das Bild verwenden darfst, darfst du es verwenden. Und wenn er dabei sagt, du musst mich nennen, dann musst du ihn nennen. Und wenn er sagt, ist mir egal, brauchst du es nicht. Okay. No? Was bei diesen Lizenzen noch, ich komme gleich zu dir, Phil, was bei den Lizenzen noch zu beachten ist, egal, ob das jetzt Flickr ist oder sonst was, ist ja schön, dass die unter Creative Commons sind. Aber wer garantiert dir eigentlich, dass derjenige, der es hochgeladen hat auf Flickr, tatsächlich Inhaber des Urheberrechts ist? Ne? Also ich fotografiere was, du kopierst dir das Bild irgendwo her und lädst es bei Flickr hoch. Die Leute benutzen es, weil sie ja meinen, es wäre CC von dir. Okay, und ich mahne sie ab, ist ein schönes Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell funktioniert. Und dann sind wir nicht bei 0 und vielleicht 100 Euro für die Namensnennung, sondern dann sind wir bei den normalen Preisen und das sind dann unter Umständen bei 100 Euro. Ne? Also auch da, das heißt nicht, du sollst es gar nicht benutzen. Ich benutze auch teilweise CC0 Bilder oder Creative Commons Bilder. Wobei bei Creative Commons, wie gesagt, also da, wo ein Link verlangt wird, lasse ich die Finger davon. Und bei den anderen überlege ich mir dann, wie ich es mache, dann musst du auch irgendwie was gucken. Aber die kannst du verwenden, aber du musst wissen, dass da ein gewisses Restrisiko ist. No? Wenn es also nur um ein paar Bilder geht und andersrum die Seite nachher gut frequentiert ist, also dann würde ich mir vielleicht überlegen, dann lieber auf einen Dienst wie Fortalia oder so auszuweichen. Da bezahlst du zwar dann 2 Euro, aber dafür hast du die Sicherheit wenigstens. No? Aber gerade Fotos sind... Na, da können wir den ganzen Nachmittag uns drüber unterhalten. Nee, also der Rechtsklick war jetzt nur ein Beispiel. Ich brauche nur in den Quelltext zu gucken, da sehe ich genau die URL, unter der kann ich es aufrufen. Es ist technisch ja möglich, es aufzurufen. Ne? Ich müsste dann tatsächlich hingehen von meines Webservers und den Aufruf dieser URL unterbinden alleine. Und no. Das wird so gut wie nie gemacht. Also deshalb, das ist ein Problem und das ist ein Problem, was gerade die Creative Commons Lizenzen haben, weshalb ich sie halt nicht mag. No. Andere Anwälte sehen das anders, aber die leben auch von den Abmahnungen. Ich will auch nochmal auf diesen Creative Commons herumreiten. Angenommen, jemand veröffentlicht das alles unter Creative Commons, egal welcher Version und welcher Freigabe. Und dann geht das Bild richtig steil, alle finden das super cool und der Autor kommt auf die Idee, ja Mensch, damit kann ich ja Geld verdienen, löscht im Grunde jegliche CC, wie auch immer, Bilder auf den entsprechenden Plattformen, beziehungsweise sorgt dafür, dass die entfernt werden und lädt die irgendwo bei entsprechenden Stockfoto-Anbietern hoch und will diese, und dann sind diese Bilder dort für 3 Euro zu bekommen. Und dann könnte er jetzt ja richtig böse sein und sagen, na gut, du nutzt dieses Bild, du hast keine Lizenz von diesem Stockfoto-Anbieter. CC gab es nie, beziehungsweise dieses Bild gibt es jetzt nicht mehr unter CC. Und spielen wir dieses Szenario mal durch. Wie geht man damit um? Weil das sehe ich als Gefahr irgendwie. Die plötzlich verschwundene Open-Source-Lizenz. Ja, du hast es ja auch bei... Kannst du genauso auch Themes oder sonst was nehmen, ne? Themes oder Plugins, die dann plötzlich verschwinden und die nächste Version ist dann nur noch gegen Bezahlung erhältlich. Klar, gibt's da ja alles. Das Problem ist, du hast sie einmal unter CC lizenziert. Diese Lizenzen sind nicht zeitlich beschränkt, also kannst du es auch weiter benutzen. Es gibt auch Widerrufsmöglichkeiten im Urheberrechtsgesetz, aber die sind sehr eng gefasst, brauchst dir keine Sorgen drum zu machen.
Das heißt, du kannst es weiter unter CC-Lizenz benutzen, weil unter der hast du es lizenziert. Das Problem ist natürlich, du musst beweisen, dass du es unter CC-Lizenz lizenziert hast. Wenn da aber einer ein Geschäftsmodell daraus machen sollte, gerade bei solchen Bildern, ne, du hast ja gesagt, das Bild ist teilgegangen und so weiter, dann garantiere ich dir, wenn der daraus ein Geschäftsmodell macht, wird das nach ein paar Tagen im Internet nachvollziehbar sein. Ne? Und dann fängt es an, dass es für ihn teuer werden könnte. Also deshalb, ja, es gibt solche Fälle, ne, es hat sie auch schon gegeben, also du hast jetzt nicht neue Fantasie bewiesen, sondern das Geschäftsmodell ist schon erprobt. Aber es funktioniert halt auch nur eingeschränkt. Das funktioniert eigentlich nur mit Bildern, die so ein paar hundert hatten und dann. Aber das ist dein Risiko. Aber ich kann dir jetzt natürlich auch nicht sagen, ja, mach dann einen Screenshot von der Seite, wo dann immer ersichtlich ist, dass du da runtergeladen hast. Ich meine, dann ist irgendwann auch deine Festplatte voll und du fängst ja an zu sortieren. Ne? Eigentlich müsste ich dir so einen Rat geben, aber er ist ja eigentlich nicht handelbar. Ne? Ich habe so ein ähnliches Problem. Auf einer Reihe von unseren Webseiten ist ein Theme, das hat der Autor dann auch irgendwann aus dem Repository entfernt, also sagt auch nicht mehr, es ist unter GPL. Und die nächste Version hat er dann zum Kauf angeboten. Ich kann das alte halt weiter benutzen. Das war noch unter GPL. Nur habe ich es da leichter, weil da ist die alte Lizenz im Style ja, CSS ja drin. Ne? Das hast du bei Bildern halt nicht. Ne, wobei du teilweise, das kommt auf die Plattform an, bei einigen Plattformen kann man zur Not nachher auch noch nachvollziehen, wann das Bild genau drin war und wann du es runtergeladen hast. Ne? Dann funktioniert das vielleicht noch. Ich will noch mal ein ganz anderes Kapitel aufschlagen. Du hast ja in der Überschrift Webworker stehen. Wenn ich jetzt Webseiten für Kunden mache, so, was muss ich denn rechtlich da alles beachten, beziehungsweise welche, ich weiß, das ist ein größeres Thema, aber einfach nur mal so die Hauptschlagworte oder so. Dann gehst du auf WordPress.tv. Da gibt es oben rechts in der Ecke so ein Suchfeld, da gibst du mal meinen Namen ein und dann wirst du aus dem Jahr 2016 zwei Vorträge von mir hier vom WordCamp Köln finden. 2017 Berlin war es. Da wirst du einen Vortrag finden, der heißt Recht für Webworker. Den guckst du dir an bei einer schönen Flasche Rotwein, die trinkst du aber am besten erst danach. Eventuell auch ein bisschen dabei, dann ist es leichter verdaulich. Also das ist ein weites Feld. Es ist halt, du musst dich entsprechend absichern. Es ist eine Frage der Verträge, wo auch immer die Frage der Haftung dran ist. Da muss man nachgucken. Ne, das ist ein weites Feld. Wenn ich da jetzt anfange, kriege ich hier gleich das Stoppzeichen gezeigt, weil die Zeit um ist. Nee, also. Mustervertrag in dem Sinne kenne ich jetzt nicht. Das liegt einfach daran, dass jeder eigentlich andere Sachen arbeitet. Ich habe vielleicht, dass ich eine Webseite erstelle, dann ist das meistens ein Werkvertrag. Ne, dann ist immer die Frage, ja, was ist jetzt das Werk nachher, wann ist es vollendet? Ist eine Frage des Pflichtenheftes, was du dann schreibst. Das muss man nicht so nennen, aber ne, das Problem ist ja, dass die Wünsche des Kunden während des Projektes immer wachsen. Und er nachher sagt, das habe ich dir aber vorher alles gesagt, also muss man vorher festzurren. Ne, wenn du sagst, ich überprüfe auch die Seite regelmäßig, ich halte sie auf dem Laufenden, so ist das ein Dienstleistungsvertrag, das hat dann wieder andere Regeln. Ne? Bei beiden kann man natürlich sagen, achte darauf, dass du vernünftig deine Pflichten beschreibst, also dass genau klar ist, was du machen musst. Ne? Achte darauf, dass klar ist, was du dafür kriegst, wie abgerechnet wird. Das sind eigentlich die Hauptsachen. Also die beste Haftungsbeschränkung auch in dem Bereich ist nach wie vor ein vernünftiges Pflichtenheft. Wenn genau klar ist, was du machen musst und was nicht, dann ist auch direkt klar, wofür du nur haftest. Nämlich nicht für das, was du nicht machen musst. Okay, und dann habe ich doch in Deutschland noch das Problem mit der, wenn ich eine Webseite erstelle, Werkvertrag, Künstlersozialkasse. Ist jetzt ein steuerliches Thema? Ja, Künstlersozialkasse ist sogar ein schönes Thema. Genau genommen, gerade wenn du komplett selbstständig bist und du schaffst es, in die Künstlersozialkasse zu kommen, bist du eigentlich gut dran. Ne? Weil du einfach den Vorteil hast, ich weiß nicht, kennt ihr alle das Problem Künstlersozialkasse? Ja, ne? Hat halt den Vorteil, du bezahlst, ich sag's jetzt platt, das stimmt nicht ganz genauso, du bezahlst nur die Arbeitnehmeranteile und die Arbeitgeberanteile kommen aus einer Umlage und aus dem Staatszuschuss dazu. Also noch günstiger könnt ihr nicht an eine Krankenversicherung und eine Rentenversicherung kommen.
Die Frage ist immer, komme ich rein, komme ich nicht rein? Das hängt ein bisschen davon ab, was du machst. Inzwischen ist ja anerkannt, dass viele im Web Tätigen auch dazugehören. Webdesigner und so weiter hören alle dazu. Wenn du hauptsächlich Wartung und Betreuung von Webseiten machst, gehörst du wahrscheinlich nicht dazu, ne? Weil die rein technischen Sachen gehören nicht dazu. Wer nur Funktionalitäten programmiert, gehört auch nicht dazu. Ne? Wer auch die Gestaltung der Webseite macht und so, gehört dazu. Wer sich um den Content kümmert, gehört dazu. Ne? Also das muss man jeweils dann gucken. Das hängt ein bisschen auch von deiner Tätigkeitsbeschreibung ab, beziehungsweise das, was du hauptsächlich machst. Also du sitzt in der Schweiz und hast einen Kunden in Deutschland, dann muss dein Kunde trotzdem, wenn du es jetzt selber machst, die Abgabe an die Künstlersozialversicherung zahlen, wenn das Ganze zum Beispiel jetzt eine Designsache oder sowas ist. Das liegt einfach daran, was ich eben sagte, es gibt halt, du bezahlst nur den Arbeitnehmeranteil, stimmt nicht ganz, du bezahlst ein klein bisschen mehr, aber ist egal. Und auf der anderen Seite geht das aus der Künstlersozialabgabe und aus dem Staatszuschuss. Und diese Künstlersozialabgabe wird unabhängig davon erhoben, ob du tatsächlich versichert in der Künstlersozialversicherung bist oder nicht. Also auch wenn du selbst mit der KSK, mit der Künstlersozialkasse nichts zu tun hast, muss dein Auftraggeber unter Umständen für dich zahlen. Und das wird auch regelmäßig geprüft. Also ne, wenn dein Auftraggeber zum Beispiel Mitarbeiter hat, hat er ja alle 3 Jahre die Betriebsprüfung von der Rentenversicherung bei sich im Haus. Die prüfen auch regelmäßig die Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse mit. Seitdem ist das Aufkommen an der Künstlersozialabgabe sprunghaft gestiegen. Ne? Also da kommst du auch als Schweizer nicht drum rum. Da kämpfst du nur drum rum, wenn aufgrund deiner Rechtsform oder sonst was ganz klar wäre, dass du eben nicht runterfällst. Wenn ich von der GmbH was kaufe, falle ich unter Umständen nicht runter. Ist übrigens witzig, weil ich andersrum als Geschäftsführer meiner eigenen GmbH wiederum drunter fallen kann, nämlich dann, wenn ich nicht mehr als einen Mitarbeiter beschäftige. Ja, ich darf sogar einen Mitarbeiter beschäftigen noch, aber mehr halt nicht. Ne? Aber da gibt es Möglichkeiten. Ja, für die Künstlersozialabgabe ist es nicht wohl. Ansonsten ist das in Deutschland auch egal. Ne, aber deshalb, es kann in beide Richtungen sein. Es kann sein, dass du in der Künstlersozialkasse versichert bist, aber trotzdem die Abgaben aus dem Grunde dann nicht fällig werden. Es kann andersrum auch sein, dass du nicht versichert bist, aber da du jetzt Privatmann bist und damit theoretisch versicherungsfähig wärst, es bezahlt werden muss. Also deine deutschen Kunden müssen sie halt abführen. Wenn sie von der GmbH kommt, brauchen sie im Regelfall nicht abführen. Weil dann die GmbHs sind typischerweise, der Ein-Mann-GmbH-Fall ist ja selten aus Sicht des Gesetzgebers. Dann sind sie typischerweise nicht abpflichtig. Ja. Und das ist das Gleiche, wenn du zum Beispiel so Designs über so gängige Plattformen kaufst, die sowas vermitteln. Und der eine Rechnung von dieser Plattform kommt, dann bist du auch nicht abgabepflichtig, weil dein Vertragspartner ist dann diese Plattform und das ist nun mal kein einzelner Künstler. Ne? Aber dann ist diese Plattform natürlich abgabepflichtig gegenüber der KSK für die Künstler, die darüber dann ihre Geschäfte machen. Aber das ist dann auch nicht dein Problem. Aber wenn du direkt an einen Kunden verkaufst, kann das durchaus sein, auch wenn du in der Schweiz wohnst. Wenn das Ganze bei dir über eine entsprechende Firma läuft, dann ja. Okay, hoffe, wir haben. Ich hoffe, wir haben die Fragen alle durch. Ansonsten, wenn noch was ist, ihr wisst ja, wie ihr mich heute Abend noch erreicht. Ich bin ja noch hier.